Es ist zwar nicht so beeindruckend, aber na schön. Also auf geht's, Mimi Twilight. Willkommen im Manhattan Auszeit. Ich fange mit einer Gesichtsmaske an und dann lasse ich mir die Hufe machen. Oh, es ist nicht diese Art Ausflugsziel. Heißt es nicht Manhattan Auszeit, weil es ein Luxus-Spa ist, in dem wir eine Auszeit von allem nehmen können? Nein. Hier werden wir in einen Raum gesperrt und müssen Puzzle und Rätsel lösen, um zu entkommen. Die Hinweise führen euch zu dem Schlüssel, der euch hier rausbringt. Teamwork, Mädels! Ach, kommt schon. Das wird sicher lustig. Ja, und wie? Die schlauesten Köpfe Equestrias haben sich diese Rätsel ausgedacht. Ich find's schön, dass wir hier alle zusammen sind. Ja, ich auch. Ich hab zwar nicht so mit Rätseln, aber ich bin gut darin, andere Ponys dabei anzufeuern. Los geht's! Ja, juhu. Aber nur damit wir es wissen. Wie lange genau werden wir hier ungefähr eingesperrt sein? Eine Gruppe von Greifen hält den Rekord für die schnellste Flucht. Sie haben nur eine Stunde gebraucht. Ha! Greife können sich gegenseitig nicht ausstehen. Aber wir sind ja sozusagen die Musterponys, was Freundschaft betrifft. Also halt meinen Kuli bereit. Du musst nämlich bald einen neuen Rekord notieren. Wenn du diesen Zauber meisterst, bevor die Mädchen zurück sind, wäre das wirklich ein Rekord. Herausforderung angenommen. Okay. Konzentriere dich jetzt genau auf das Objekt, das du teleportieren willst. Ich gehe dann mal ganz weit weg. Aufs Teleportieren konzentrieren. Verstanden. Gut, dann werde ich mal zaubern. Nein, Trixie, warte noch nicht. Oh. Tada! Nein. Wie konntest du nur Twilights Freundschaftskartentisch wegzaubern? Teleportieren. Echt jetzt? Naja, der Apfel lag obendrauf, das musste passieren. Aber das Gute ist, meine Magie hat sich verbessert. Ich habe den Tisch verschwinden lassen. Puff! Das war ziemlich beeindruckend. Trixie, wir müssen diese Karte wieder beschaffen. Ja, wir finden sie schon. Twilight wird mich nie wieder allein in diesem Schloss lassen. Was hast du dir nur gedacht? Teleportieren, das hast du mir doch so erklärt. Nein, du solltest dich nur auf das Objekt konzentrieren, nicht einfach teleportieren. Okay, du hättest mir vielleicht jeden Schritt erklären sollen, bevor du mich zaubern lässt. Ich hab's versucht. Ich brauche einen Moment. Hey, ist alles okay? Wird schon wieder. Aber zuerst muss ich meine Wut in diese Flasche zaubern. Warte, was? Siehst du diese Gewitterwolke? Das ist vorher noch nie passiert. All diese magische Energie muss irgendwo hin. Und wenn ich sie nicht in einem magischen Duell benutze oder anwende, um den Willen meiner Freunde zu beugen, dann... Ah, ich kann mich erinnern. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, was diese Magie anrichtet. Also schicke ich meine Wut in diese Flasche und tue Trixie nicht irgendwas Ungewolltes an. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich hab doch gar keine Wahl. Ich muss die Karte zurückholen und will Trixie nicht verlieren. Wenn sie wüsste, was gerade in mir vorgeht, würde sie nie wieder mit mir reden. Okay, dann tu, was du tun musst. Ich suche die Landkarte erstmal hier im Schloss. Trixie. Oh, da bist du ja. Für einen kurzen Moment dachte ich, du kommst nicht zurück und dass du aus irgendeinem Grund wütend auf mich bist. Aber dann fiel mir ein, dass du ja nie wütend auf mich bist. Nein, ich bin nicht wütend. Also, der Kartentisch ist sicher an dem Ort, an den du zuletzt gedacht hast. Welcher Ort war das? Ein guter Gedanke. Hättest du mich das lieber sofort nach dem Zauber gefragt? Ich kann mich nicht erinnern. Keine Sorge. Wir laufen einfach ein bisschen rum. Vielleicht fällt dir der Ort dann wieder ein. Okay, das klingt gut. Oh! Ist er dir eingefallen? Nein, aber ich dachte, wir könnten uns ja unterwegs Zimtnüsse holen. Zimtnüsse holen? Das ist eine gute Idee. Ja! Ich hab Lust auf was Süßes. Ich durfte ja heute Morgen keinen der Cupcakes probieren.